Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute gibt es noch wieder ein Unboxing, denn ich habe ein Paket zugeschickt bekommen und zwar von Just Legends und das gucken wir uns einfach mal zusammen an, würde ich sagen, denn ja, habe ich bekommen, um das euch mal vorzustellen. Bestellen könnt ihr natürlich auch gerne, Creator Code ist unten, Hashtag Werbung. Dieses wunderschöne Teil habe ich geschickt bekommen und wir gucken jetzt einfach mal rein, was da drin ist. Ich weiß es selber leider noch gar nicht. Ich vermute es nur, denn der gute Phelps hat auch sowas zugeschickt bekommen. So, gucken wir mal nach. Respekt an die, die es verschickt haben. Es war jetzt echt zur Weihnachtszeit, wo das Ganze verschickt worden ist. Hey, das ist jetzt schon eine Zeit, wo es echt schwer ist, was pünktlich zu liefern. Respekt an die Post an der Stelle. Und es ist schon das Erste. Das sieht mir fast aus wie die neuen Energy-Varianten von Just Legends, also die ersten jetzt und wohl, ich tippe auf einen Shaker, aber ich glaube es nur. So, gucken wir mal, was da drin ist. Weihnachten! Nice! Schaut euch das mal an. Richtig geiler schwarzer Shaker. Ich wollte mir letztens eh schon wieder einen holen. Ah, okay. Und da hast du dieses Sieb drin wahrscheinlich. Und dann machen wir das auf. Yes, baby! Da ist er. Ein Just Legends. Und ihr fragt euch jetzt, was ist denn Just Legends? Ja, die haben mich angeschrieben, haben gesagt, ich soll bitte mal das probieren. Denn das ist der aktuelle, ja, ich sag jetzt mal, ihr kennt das ja, so ein Gaming-Booster halt für E-Sportler. Und ich als normaler Gaming-Zocker, so als Casual-Gamer, würde aber auch sagen, nice. Aber vorher gucken wir mal, was hier in den anderen noch drin ist. Ja, das sieht auch richtig geil aus. Schaut mal, so ein durchsichtiger. Einfach nochmal genau das gleiche, nur andere Farbe. Und ich tippe mal so von der Form, das sind auch Varianten. Oh yeah, cool. Mit Berry, Whiteberry Flavor, auch richtig cool. So, was haben wir hier? Wassermelone! Wassermelone, Leute! Wassermelone! Und ja, das ist doch mal ein nettes Paket, was sie mir geschickt haben, aber dabei wollen wir es ja nicht belassen. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal jeden Geschmack aus, weil ich bin da schon eigentlich ziemlich hyped drauf. Vor allem auf den Whiteberry, den probiere ich mal als letztes. Das ist so, denke ich mal, ist mein Favorit. So, und jetzt gucken wir uns das mal an, weil ich bin auch gerade, um ehrlich zu sein, echt ganz schön groggy und müde. Deswegen ist genau perfekt für mich jetzt, sowas mal ein bisschen zu probieren. Nur damit ihr mal Bescheid wisst, was ist denn Just Legends überhaupt? Das ist eigentlich jetzt eine Firma, die neu rausgekommen ist, die Performance Booster macht für E-Sportler und Gamer. Jedoch hat das Ganze nicht ganz krass so viel Koffein wie manche andere Produkte. Deswegen vielleicht auch ein bisschen gesünder, wenn man dann doch gern mal eine Portion mehr trinkt. Krass, das riecht übelst gut. Müssen wir mal gucken, wie viele Portionen man sich da reinschaufeln kann, weil Phelps hat das wohl auch schon mal probiert und der war dann schon ganz schön hibbelig, nachdem man einen Liter getrunken hat. Ich probiere jetzt gern mal alle aus. Und dazu braucht man als Verzehrempfehlung, und hier steht aber auch nochmal drauf, die täglich empfohlene Verzehrmenge von 5 Gramm darf nicht überschritten werden, Leute. Also das sollte nicht überschritten werden. Gut, dass die auch darauf achten, weil ich habe so das Gefühl, dass die Jüngeren alle eh schon ein bisschen gegen Koffein abgehärtet sind, wenn ich mir anschaue, was die an Energies wegballern. Aber, ja, ich bin halt ein alter Mann. Das riecht auf jeden Fall ganz geil. So, let's check this out. So, okay, let's shake it. So, dann lass uns das mal testen. Einmal der Pfirsichgeschmack. Oh, geht voll klar. Gut süffig. Und nicht ganz so extrem süß. Das ist ganz geil. Auch richtig schön fruchtig so. Ja, und vor allem, wenn man sich das anschaut, was da halt alles mit dabei ist, da sind so ein Haufen Vitamine mit drin, in den ganzen Sachen ist halt schon die deutlich bessere Alternative zu anderen, ne? Wo du sagst, B1, B2, B6, B12, Vitamin E, also da ist so viel drin. Ich sag jetzt mal B12, wird, wenn man oft vegan ist, nicht so einfach, das den Tagesbedarf zu decken. Da muss ich leider immer noch zur Tablette greifen, damit man den B12-Mangel nicht hat. Aber mittlerweile kommen ja zum Glück immer mehr Produkte auf den Markt, die B12 mit drin haben. Das ist echt gut.
bin gespannt, ich will das nächste testen. So, dann testen wir mal Melone. Vergesst auf jeden Fall nicht, checkt mal den Code hier unten aus, falls ihr Bock habt, das Ganze auch mal selber zu probieren. Einfach Baumi20 eingeben. Ihr kennt das mit den Codes, dann helft ihr mir und habt auch noch ein bisschen Nachlass auf das Produkt. Deswegen unbedingt auschecken, ausprobieren, wenn es euch interessiert, das Thema. Kann auch natürlich sein, dass einige das gar nicht so feiern, so Booster-Sachen und so. Aber wenn du dann nochmal Gamer bist und hast mal als Streamer eine längere Session oder sowas, dann ist es natürlich schon so, dass du sagst, es ist cool, wenn du was hast, was nicht so extrem viel Zucker hat. Und ich habe oftmals Sachen, die nicht so viel Zucker haben, die schmecken echt einfach komisch. Und das war jetzt bei dem nicht der Fall. Das hat wirklich ganz natürlich geschmeckt und nicht so hardcore nach Süßstoff oder so. Also zumindest kam es mir jetzt so vor. So, dann würde ich sagen, teste ich mal den Watermelon, Leute. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich Anime-Cover natürlich mega mag. So, weiter geht's mit Watermelon. Let's go. So. Alter, riecht noch intensiver gerade. Oh krass, oh krass. Schmeckt sogar recht natürlich, gar nicht so extrem chemisch oder so, dass man so denkt von den Pulvern und so. Kann man echt lassen, Leute. Den kippe ich mal weg und dann testen wir den Whiteberry und dann bin ich wahrscheinlich richtig gut drauf, wenn ich den Whiteberry auch noch getestet habe. Leute, hey! Energy! Der Geschmack passt auf jeden Fall wirklich echt richtig gut, das muss ich echt sagen. Let's test Whiteberry! Okay, Leute, es wird Zeit für Whiteberry. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Jetzt riecht es gerade ein bisschen nach Petstangen, wo immer so ein einzelnes Ding rauskommt. Ja, so hat es gerade ein bisschen den Touch gehabt. Ich muss sagen, ich bin sehr angetan von dem Peach. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so gut schmeckt. Weil ich bin eigentlich bei Pfirsich. Ist immer so ein schweres Thema bei mir, ob Pfirsich, Eistee oder ähnliches mir mal schmeckt und mal nicht. Aber das hat jetzt auf jeden Fall echt gut geschmeckt. So, letzter Geschmackstest, Whiteberries. Nochmal ganz anders, als es gerade gerochen hat. Ewig fruchtig. Oida, da kann man echt nichts sagen. Ach, das ist echt richtig gut. Gemischte Beerengeschmack, ja, ja. Blaubeere, Erdbeere, sieht aus wie Camberry oder sowas. Grünteeextrakt ist natürlich auch schon nochmal sehr pushend, finde ich. L-Theanin, das geht natürlich auch richtig, richtig gut ab. Lebensmittel, rote Beete, Saftpulver. Ja, geil, das gibt dann so ein bisschen die Röte anscheinend. Ja, kann man sich nicht beschweren, Leute. Vor allem, was man da rauskriegt, da seid ihr halt wirklich bei unter 50 Cent oder sowas bei einer Portion, die ihr trinkt. Und da kommt fast kein guter Energy hin. Mega gut, ey, und 5 Gramm ist dann eine Portion, das heißt, ihr könnt am Tag so eine Portion euch nochmal zu Gemüte führen. Wenn ihr sagt, ja, heute dauert es mal wieder ein bisschen länger mit dem Zocken oder hey, Konzentration lässt nach oder sowas, dann kann man sich das echt mal geben und sich damit dann doch nochmal pushen und für längere Konzentration sorgen. Ihr kennt das, auch mit anderen Boostern und wie gesagt, hier echt der Vorteil, 50% haben normalerweise so andere Booster-Sachen und hier bist du wirklich bei 1%, 1,6% Zucker pro Portion. Und das ist halt ein Witz, ne? Wenn du sagst, was du dir da an Zucker sparst, auch wenn du sowas trinkst. Es schmeckt halt nicht so extrem nach Süßstoff. Das finde ich halt echt wirklich geil. Geschmacklich Bombe, Whiteberries Favorite und auch der Pfirsich richtig lecker. Wie gesagt, für ungefähr 50 Cent für eine Portion kann man da echt nicht meckern. Richtig geiler Geschmack, richtig gute Sorten. Mir gefällt das Logo auch. Und ja, deswegen, falls ihr mal Bock habt, Just Legends auszuprobieren, ihr seht es, unten ist der Code, es ist auch der Link verlinkt zu allen Produkten bzw. zur Homepage. Schaut euch das gerne mal an, ob das für euch interessant ist. Wenn, gebt gerne den Baumi-Code ein, wenn das für euch interessant ist und ihr das gerne mal ausprobieren wollt. Ich kann es euch nur empfehlen. Geschmacklich hat es auf jeden Fall bei mir gewonnen. Jetzt werde ich nochmal das Video schneiden und das jetzt mit dem Extra-Push von Just Legends. Deswegen viel Spaß, ihr werdet in ein, zwei Stunden später dieses Video schon sehen, denn ich habe mich ja jetzt gerade gepusht. Also checkt den Link unten aus, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sagt mir gern, was ich jetzt nächstes Mal auspacken soll oder testen sollte. Wir sehen uns, sayonara, ciao!